Es gibt viele, viele Änderungen und damit herzlich willkommen zu den Battle of Decay Insights, denn diese Woche hatte es sich in sich. Ihr seht hier im Hauptmenü einen neuen Button namens Quick Match. Das Thumbnail hier ist noch ein ganz minimales bisschen falsch. Wir haben hier neue Dinge hinzugefügt, also ich habe hier die neue Icons und so weiter und so fort hinzugefügt. Jedes Ding hier, jedes Equipment, Slotchen, das sollte man einfach nur Slot nennen. Jeder Equipment-Slot hatte jetzt ein Icon, was auch wirklich nice ist. Es funktioniert auch alles. Es gibt einige coole Bugfixes, gerade wenn wir auf Discord einfach mal schauen. Wurde ja letztendlich in dieser Woche nicht nur das Map-Aiming hinzugefügt und verbessert, sondern auch der Enemy-Lifecycle, das Projekt, also Projectile-Material, das ist auch noch ganz wichtig, und die Crosshair-Visibility, also sprich das Projectile-Material, dass es eben realistischer wirkt, wenn man schießt. Klar, wir haben natürlich auch das Problem gehabt, dass man das Crosshair nicht richtig sehen könnte, das Fadenkreuz, der Sprint-Bug wurde gefixt, der Revive-Bug oder beziehungsweise, dass es generell Bugs beim Reviven gab, wurde jetzt auch gefixt, es wurde einiges mehr replicated, das neue Audiosystem ist drin und. Ja, eine Taschenlampe wurde hinzugefügt, das kennt ihr aber auch schon alles, aber es gibt noch viel mehr cooles Zeug, und zwar das Aim-System, das hat ja auch nur so mediummäßig funktioniert, also es hat gut funktioniert, aber noch nicht perfekt, und wenn ich jetzt mal hier auf Quick Match kurz draufklicke, dann startet hier auch irgendeine Map, ich hoffe, das Krankenhaus, perfekt. Und jetzt funktioniert das mit dem Aimen nämlich auch wieder richtig, wie ihr sehen könnt. Denn jetzt haben wir hier diesen coolen Magneteffekt und das ist genau das, was ich haben wollte. Und jetzt ist es eben so, dass wir kurz mal abwarten, bis wir hier endlich mal ein paar Gegner haben. Eine Taschenlampe wird dem Charakter hier noch hinzugefügt. Auch das Problem, dass man hier an irgendwelchen Objekten vorbeigeht und dann hier hoch aimt. Ihr seht jetzt gerade das Problem immer noch, aber das ist auch behoben worden, denn sobald Gegner kommen, werden die Gegner natürlich priorisiert, ne? Aber auch das andere Problem könnte man natürlich ohne Probleme einfach mal löschen. Hier haben wir natürlich hier jetzt eine wunderbare Tasche. Ich drücke mal F und ihr habt gesehen, dass ich jetzt wieder full life bin. Das wird auch noch geändert. Und zwar, dass ich, wenn ich in der Nähe von diesen wunderbaren Herrschaften stehe, dass ich dann entsprechend nur geheilt werde, also automatisiert. Und ich warte jetzt mal gut oder kurz auf die Herrschaften. So, jetzt kommen wir mal kurz ab. Upsi, wupsi. Irgendwie sind die ganzen Post-Processing-Effekte zurückgesetzt worden, aber das spielt auch keine Rolle. Hauptsache, es funktioniert jetzt alles und das tut es ja. Also ich bin wirklich sehr, sehr guter Dinge, dass das jetzt hier alles wunderbar vorangeht. Und ihr seht da hinten auch schon diese coole Upgrade-Box. Diese Upgrade-Box ist dafür da, dass ihr eure Waffen upgraden könnt. Auch das ist sehr, sehr geil. Und damit sind wir durch die meisten Änderungen technisch gesehen jetzt gerade schon eigentlich durchgegangen. Es gibt noch ein paar kosmetische Veränderungen hier in dem Ingame-Shop, wo ihr zum Beispiel mit Ingame-Coins Skins kaufen könnt. Kann man jetzt auch sehen, dass das funktioniert. Hier als Beispiel haben wir den Skin Male. Das ist zwischen Female und Male. Das sind halt so die Standard-Skins. Ne? Die könnt ihr euch natürlich nicht für 9.999 später holen, sondern die könnt ihr euch im Prinzip für lau holen, nachdem ihr eine Runde gespielt habt, damit ihr entscheiden könnt, wollt ihr Male oder Female spielen vom Charakter her. Male sieht so aus, da soll nachher eine Animation kommen, dass der mit dem Rücken zu dir steht, sich sozusagen umdreht und dann so eine Pose macht. Und das soll halt bei jedem Charakter so sein. Bei Female habe ich dann hier getestet, wie das zum Beispiel mit einem Objekt aussieht, wenn man sich ein Objekt holen will, wie zum Beispiel hier so eine Waffe. So würde das zum Beispiel aussehen, wobei man hier sagen muss, das ist dann eher was für Skins, also für Waffenskins. Und der Soldier, der ist halt nur deswegen jetzt da, damit man testen kann, wie das denn aussieht, wenn nichts gesetzt ist, weil dann haben wir den guten Herrn hier. Aber sobald ich eben mit der Maus über die anderen Dinge hier drüber gehe, sehen wir, dass das immer so geswitcht wird, was ja auch wirklich cool ist. Genau. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr in Zukunft hier Male und Female natürlich schon mal holen, den Soldier-Skin natürlich dann auch. Aber da das jetzt gerade alles noch im Test ist, ist das erstmal irrelevant. Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr cool soweit. Es gab auch noch die Änderung, dass wenn hier ein Server gelistet ist, ihr jetzt auf die gesamte Reihe draufklicken könnt und dann immer automatisch joint. Das ist sicherlich auch cool. Der Mod-TD, der hat theoretisch funktioniert, aber da gab es noch massive Probleme mit dem Cursor. Nicht mit dem Crosshair oder mit dem Pointer, sondern mit dem Cursor. Irgendwie konnte man da nicht mehr richtig den Cursor umstellen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Ich habe im Internet gelesen, das Problem kann man lösen mit C++, aber das priorisiere ich jetzt nicht wirklich hoch. Und dann gibt es noch die Bunker-Survival-Karte, an der wir ja faktisch gesehen jeden Sonntag arbeiten. Oh, okay, das ist interessant. Jetzt bin ich hier im Singleplayer gelandet. Habe ich irgendwie gerade was Falsches angeklickt oder wie sieht das jetzt gerade aus? Multiplayer, Host Game, Story. Da haben wir doch bestimmt... Ah ja, okay, das ist noch falsch. Aber hier, Endless Survival, Bunker. Ja, nee, das hier ist nicht das Bild für Bunker. Interessant. Okay, ja, also, ja, so viel dazu. Das schaue ich mir gleich nochmal an. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber das ist auf jeden Fall interessant. Naja, egal. Auf jeden Fall plane ich noch Tipps und sowas in das Spiel einzufügen. Und jetzt als nächstes kommt natürlich noch der Weapon-Bug-Fix. Ihr erinnert euch, das war ja, also die Beta-Tester, dass ihr manchmal nicht eure richtige Waffe ausgerüstet habt, gerade wenn ihr hier irgendwas ausgewählt hattet. Das sollte jetzt im nächsten Update...
Ja, hat gerade was gesagt. Das sollte jetzt im nächsten Update theoretisch zumindest auch komplett gefixt worden sein. Also keine Sorge, das wird alles laufen und funktionieren. So viel dazu. Ansonsten, was steht jetzt noch im Prinzip feature-technisch auf der Liste? Neue Gegnertypen, ein Skilltree-System und auch noch Teammates. Ja, richtig gehört, das ist so das, was jetzt letztendlich bald kommen soll. Und ja, ich habe übrigens für die Kanalmitglieder, falls ihr das nicht mitbekommen habt, dann will ich euch jetzt nochmal kurz darauf hinweisen, ein Video hochgeladen. Zum Beispiel könnt ihr das hier unten sehen, Audio Localization, gerade wie ich das in Battle of Decay Survival mache. Ich denke mal, das interessiert den einen oder anderen. Und natürlich schon Skalarparameter, und zwar How to Notes, ne? Das ist natürlich die Reihe, wo ich dann hier verschiedene Notes jetzt erkläre. Das wurde sich ja auch gewünscht, zum Beispiel die If-Note hier an der Stelle. Und ich habe gedacht, ich fange mit Materials an und steigere mich dann immer mehr in Blueprints rein. Genau, die Kanalmitglieder können das immer ein paar Tage vorher sehen. Das sollte morgen kommen, also wenn du das Video siehst, morgen so gegen 14 Uhr sollte das Video hier online kommen, Skalarparameter. So, was sagt ihr dazu? Fragen in Bezug auf Battle of Decay könnt ihr natürlich hier gerne bei discord.gg/battleofdecay einfach eintragen und hier stellen. Und ansonsten würde ich sagen, können wir uns auch gerne hier in der größten deutschen Unreal Engine Discord Community unterhalten. Hier werdet ihr bestimmt irgendwas finden, was euch weiterhilft, oder ihr könnt anderen Leuten weiterhelfen, so wie das hier schon konstant geschieht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oder ihr könnt AI-Bilder generieren, das funktioniert auch. So Leute, dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal bei meiner Wenigkeit, der Sky, und hier zu Battle of Decay Survival und der größten deutschen Unreal Engine Community. Wir sehen uns.